Bei uns Martin Hohmann, Trainer von Hessenliges Borussia Fliegen. Martin, du bist der erfolgreichste Trainer Osthessens, bist schon 25 Jahre zum Geschäft. Jetzt hast du die härteste Vorbereitung deiner Karriere angekündigt. Ist das auch so ein Grund dafür, ihr habt die, wie man auf Torkanal ja sehen kann, die Statistik, ihr habt die meisten Gegentore in der Schlussviertelstunde gefressen? Ist das einer der Gründe? Ich glaube, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Also Fakt ist ja, dass du in Fliegen, sag ich mal, eine Mannschaft vorfindest, die in dieser ganzen Zeit, wo ich jetzt Trainer bin, du hast ja angesprochen, sagen wir mal, unwahrscheinlich viel Ausfallzeiten hat. Ich will es mal so bezeichnen. Aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben gemerkt, dass wir gerade dann, als es im September, Oktober immer weniger wurde, mit der Trainingsbeteiligung des einen oder anderen, dass wir dann auch körperlich nachgelassen haben, was für mich ganz normal ist. Also müssen wir jetzt sehen, dass wir möglichst viel tun, weil ich weiß nicht, was passiert wieder Februar, März mit den Spielern, sind sie vielleicht wieder irgendwo unterwegs, sprich Banklehrgänge, Studium, was so alles bei uns passiert. Natürlich gibt das bei anderen Vereinen auch, aber bei uns ist es, muss ich wirklich sagen, im Moment oder war es auch extrem. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, wir müssen in der Vorbereitung sehr, sehr viel tun. Und das meine ich mit einer harten Vorbereitung. Das heißt also, wir haben sicherlich gemerkt, dass wir zum Schluss hin, gerade in den letzten Spielen, die Spiele aus meiner Sicht auch teilweise dadurch verloren haben, dass wir ab der 70., 75. Minute einfach nicht mehr genügend Kraft hatten, um dagegen zu halten. Und deswegen müssen wir halt sehr, sehr viel machen. Das heißt für dich konkret? Ja, ich bin eigentlich einer oder der ist dafür bekannt, dass wir eigentlich in der Vorbereitung immer sehr, sehr viel mit Ball gemacht haben. Fast immer der Ball dabei. Und es wird diesmal sicherlich auch mal eine Einheit dabei sein, wo man mal ins Gelände geht, wo man mal Steigerungsläufe macht, Intervallläufe macht, Treppenläufe macht. Also alles diese aus dem ganzen Repertoire ausschöpfen. Wir müssen läuferisch sehr, sehr viel tun. Das ist unser Hauptproblem gewesen. Wir können Fußball spielen, auch wenn sie alle dabei sind vor allen Dingen. Nur, wie gesagt, wir müssen im läuferischen Bereich einfach nachholen und das kommt dann einfach irgendwann auf uns zu. Ihr habt im Sommer schon mal angekündigt, ihr wollt dieses Hurricane-Training machen. Oder habt ihr im Sommer auch gemacht? Gibt es auch in der Winterpause? Also aus meiner Sicht, ich bin immer für Neuerungen, ist auch klar. Würden wir auch gerne tun, die eine oder andere Einheit. Frage ist auch immer, können wir uns das finanziell leisten? Das kostet ja alles auch ein bisschen Geld. Sag ich mal, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte und würde meine Spieler schon jetzt 2-3 Mal irgendwo in ein Studio schicken. Wir haben niemanden, wo wir das umsonst machen dürften. Das sind unnötige Kosten, die wir als Fleet nicht haben, wo wir aufpassen müssen, dass wir auch mit unseren Geldern vernünftig und sparsam umgehen. Also wenn mal eine Einheit dabei ist, werden wir die sicher auch mal machen. Aber generell ist es nicht geplant. Was habt ihr in Winterpause? Gab es einen Neuzugang, Marc Friedl, ein Routinier fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen. Was habt ihr da für Erwartungen an ihn? Ja, wir haben ja gemerkt, dass wir gerade in den Spielen zum Schluss, wo wir eigentlich immer zu Beginn gut ausgesehen haben, wir haben geführt und irgendwann kam ein Gegentor. Ja, dann sind wir so ein bisschen immer eingebrochen oder zusammengebrochen, nicht nur auch rein körperlich, sondern auch bei dem einen oder anderen so mental. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Führungsspieler auf dem Feld, der auch mal redet, der die jungen Burschen mal wieder stellt, mal wieder disziplinierter am Feld zu stehen, 90 Minuten lang. Und das erhoffe ich mir natürlich unter anderem auch von dem Marc, der nur sehr, sehr erfahren ist. Und er auch als Spielertrainer zum Schluss ja sicherlich bewiesen hat, das musste er auch, dass er viel reden kann und die Mannschaft stellen kann. Und das muss er hoffentlich bei uns machen. Jetzt habt ihr mit dem Tobias Rehm, Benedikt Kress, mit dem Felix Hack und dem Christopher Schenkel 4 Nachwuchshelden, die ihr so nach und nach einbinden wollt. Was kann man von den Jungs erwarten, der Rückrunde? Ja, da muss man zunächst erstmal dazu sagen, das ist ja ganz entscheidend, dass man einen vernünftigen, geordneten Trainingsbetrieb hat. Dazu gehört auch eine gewisse Anzahl an Spielern, die mir im Training zur Verfügung stehen. Und jetzt bietet es sich natürlich an zu sagen, pass mal auf, wir wollen sowieso den ein oder anderen talentierten Spieler im nächsten Jahr vielleicht bei uns im Kader sehen. Jetzt machen wir es halt einfach so, dass wir aus der Not eine Tugend machen. Wir haben nicht mehr Geld, um andere Leute zu holen. Also werden wir diese 4 angesprochenen Jugendlichen mit hochnehmen, die können sich mal bei uns ein bisschen austoben, die können mal reinschnuppern. Ob die letztendlich oder wer von den 4 letztendlich auf Dauer oder immer im Kader sein wird, das wird sich dann zeigen. Aber für mich geht es darum, dass wir auch einen quantitativ hochwertigen Trainingsbetrieb haben, denn nur so hast du auch für den Samstag dann einen gewissen Konkurrenzkampf, Druck, Trainingsleistung auch, das gehört ja nun mal alles dazu. Jetzt seid ihr aktuell 13er in der Hessenliga, Eder Bergland ist 14er, sind direkt hinter euch. Die haben jetzt 4 Leute geholt, unter anderem Marankosch, war Torschützenkönig in der Hessenliga. Wie bewertest du das? Ja, für Eder Bergland sicherlich schön. Die haben auch genügend Geld, sag ich mal. Die haben einen richtig guten Sponsor, das wissen wir alle. Ist uns leider nicht möglich gewesen, aber das sagt nicht immer alles. Also das muss ja alles auch ein bisschen passen. Ich denke trotzdem, dass wir auch nicht nach Eder Bergland gucken müssen. Wir haben ja in allen Spielen bewiesen, das kommt ja dazu. Wir haben eine einzige Niederlage, sag ich mal, Lohfelden, wo wir keine Chance hatten, aufgrund unserer B
personellen Situation, aber in allen anderen Spielen bewiesen, dass wir nicht nur mithalten können, sondern dass wir teilweise eigentlich viele, viele Punkte haben einfach locker liegen lassen. Das heißt, für uns kommt es darauf an, einfach einen guten Start hinzulegen. Die nächsten Spiele oder die ersten Spiele gut zu bestreiten, das sind die ersten 2, 3, wo ich immer sage, und plötzlich kann es wieder in eine ganz andere Richtung gehen und dann brauchen wir nicht nach Ederbergland gucken, sondern dann werden wir uns garantiert auch wieder nach oben arbeiten. Du sprichst den Start an, Eschborn, Hadamar, Darmstadt, das sind natürlich auch 3 starke Gegner. Ja, sicherlich, aber Eschborn ist ja in der Saison, sage ich mal, für mich persönlich auch ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben. Spielerisch sehr, sehr stark, aber ich habe es gerade angesprochen, wir müssen sehen, dass wir Eschborn zu Hause, gerade dann auch das Spiel in Rot-Weiß-Darmstadt zum Beispiel, dass wir da punktet, dann kommst du irgendwo in den Lauf rein und wir sind dazu in der Lage. Wir haben auch nur in den letzten Jahren öfters bewiesen, dass wir gerade gegen die Mannschaften, die spielerisch sehr, sehr gut sind, die auch vielleicht weit vor uns standen, imstande waren, richtig große Leistungen zu zeigen, und da hoffe ich halt drauf. Das letzte Vorbereitungsspiel dieses Jahr ist gegen Großbadorf. Das ist auch eine sehr spielerisch starke Mannschaft aus der Bayernliga. Habt ihr das mit Bedacht ausgewählt, weil ihr eben genau wisstet, das letzte Spiel ist ja eben, oder das letzte erste Spiel in der Liga ist gegen Eschborn. Das ist eine Mannschaft, die auch spielerisch sehr stark ist, oder ist das einfach einfach zufällig ausgewählt worden? Also ich sage mal so, wir haben nicht gezielt auf Eschborn jetzt einen Gegner ausgewählt, aber wir haben unter anderem mal ausgewählt, um mal was anderes zu haben. Du kannst nicht immer nur, was weiß ich, Hünfeld, Petersberg oder hier die Vereine aus dem Kreis oder Land spielen. Was schön ist, Großbadorf, wir hatten sie vor 2 Jahren schon mal, das ist eine sehr robuste Truppe, die sehr, sehr körperlich gut beieinander ist, wo also 2 Kämpfe gefordert werden, und das ist ja genau das, was du im Abschießkampf, wo wir im Moment sind, brauchst. 2 Kämpfe. Viel, viel Kampfkraft gegenhalten, und das ist natürlich dann im letzten Spiel, hoffe ich mal, genau der richtige Gegner, um dann gegen Eschborn halt richtig da zu sein. Dann bedanke ich mich fürs Interview, wünsche einen guten Start in die Saison, erstmal eine verletzungsfreie Vorbereitungsphase, und dann hoffen wir, dass wir eine gute Runde sehen von euch. Alles klar. Vielen Dank. Danke auch.